Herzlich willkommen zum vierten Teil von Let's Test Amello. Das wird wahrscheinlich der letzte Teil sein. Es sei denn, ich stelle mich so dämlich an und brauche extrem lange, dann wird es in zwei Teile kommen. Ja, wir machen heute die Pilgerreise der Bären. In Sanas Geschichte lernt ihr euch gegen die Fäule verteidigen und ihr entdeckt die verschiedenen Wege, die zum Sieg führen. Und wir starten einfach. Beim letzten Mal habe ich schon einen sehr langen Part rausgebracht. Ich glaube, der ging irgendwie 23 Minuten. Ja, ich habe mich aber auch ein bisschen dämlich angestellt. Ein Geisterstand hat sich in Bärenrast kristallisiert. Genau wie ich es vorhergesehen habe. Wachen, findet jeden einzelnen Geisterstein. Geht sofort. Okay. Also Tane ist dran. Ich sehe den gerade gar nicht. Wie ist er denn? Zug von Mercurio. Zug von Ember. Irgendwie kämpft sie, oder? Ach, gegen Tane kämpft sie. Ach, da sind wir. Sana. Schwester Sana, ich werde mich kurz fassen. Ich bin sicher, dass ihr spürt, wie sich die Dunkelheit ausbreitet. Alte Magie regt sich. Die Macht der Fäule. Die Ältesten sind sich einig. Sie ist zurückgekehrt. Die Verseuchung muss gereinigt werden, bevor sie sich manifestiert. Sollten sich die Flüche wieder erheben, können wir alle verloren sein. Ilarios vorgesetzter Bruder. Sana, ich komme auch. Freundin, langjährige Freundin. Ich werde euch jetzt nicht verlassen, Freundin. Wir sind Freunde, oder? Oh Gott, wie oft das Wort Freunde hier auftaucht. Ich habe dieses seltsame Ding gefunden. Es sieht beängstigend aus. Was denkt ihr, bedeutet es? Also, Pest, das ist da keine gewöhnliche Zauberkarte. Okay. Diese Zauberkarte kostet keine Magie, wenn ihr ihn zaubert. Achso. Habe ich gerade Karte gelesen. Also dieser Zauber kostet keine Magie, wenn ihr ihn zaubert. Erhaltet ihr plus 1 Fäule. Spielen auf Siedlungssumpf. Plus 1 Fäule. Vergiftet bis zum Ende des nächsten Zuges. Das ist eure Fäule-Stufe. Aktuell ist sie bei 0. Fäule ist eine dunkle, mächtige, zerstörerische Kraft, die Lebensenergie verzehrt. Sobald ein Held seinen ersten Fäulepunkt erhält, gilt er als infiziert und erleidet jede Morgendämmerung minus 1 Gesundheit. Das hört sich nicht gut an, Sana. Lasst uns die Fäule meiden. Wählt eine Aufgabe aus. Also wohin gehen wir nochmal? Ich vergesse es. Tief in den Bergwerken von Amello regen sich dunkle Kräfte. Die Ältesten haben euch befohlen, einzuschreiten, es sei denn, ein unheimlicher Fluch taucht auf. Es gibt den Wildnisfeuerstab. Ist eine Körperaufgabe. Und da ist der. Okay. Reist nach Schloss Valerian. Das machen wir doch mal. Dann gehen wir da lang. Das ist ein Geisterstein, Sana. Wir sollten ihn uns holen. Ihn verwahren, vielleicht ein bisschen mit ihm spielen. Und die, welche die allmächtigen Steine sammeln, werden zu höchster Macht gelangen. Wildnis und Reinheit. Das murmelt ein alter Bär. Sein Atem roch nach Fisch, also hörte ich nicht zu. Dann werden wir vielleicht das doch mal machen. Sammelt den Geisterstein vom Bärenrast. Oh, spürt ihr das? Etwas Böses kommt. Nehmt das, es könnte euch helfen. Ich hatte es versteckt für alle Fälle. Es ist ein bisschen schmutzig. Spiel auf Helden. Alle Karten im Stapel des Ziels wandeln sich in Schildsymbole um. Okay. Ein Geisterschein. Ja, darf ich ihn berühren? Also, ihr könnt Karten nicht nur spielen oder ausrüsten, sondern sie auch in Gefahren oder Kämpfen verbrennen. Okay. Also.
Jede Karte hat ein Amello-Symbol, das mit einem der Symbole auf euren Würfeln übereinstimmt. Wenn ihr eine Karte verbrennt, nimmt einer eurer Würfel das Amello-Symbol dieser Karte an. Ihr verbrennt Karten, indem ihr sie hier hinzieht und fallen lasst. Verbrennt die schimmernde Schildkarte, um das Gefahrensymbol Schild zu kontern. Okay. So, verbrennt Karten oder werft die Würfel, um Symbole auszugleichen. Das haben wir jetzt getan und jetzt werden wir wohl würfeln. Ach, wir haben es abgewendet. Sehr schön. So langsam wird mir alles klar. Kann sein, dass ich manchmal ein bisschen länger brauche. Aber manchmal brauche ich das. So, dann geht es hier weiter. Seht ihr das? Mir gefällt das nicht. Ich habe Angst. Reist nach Schloss Valeria. Ach, Zug beenden müssen wir ja. Steuersaison. Der König verfügt, dass Steuern fällig sind. Jeder muss dem König 2 Gold zahlen. Nicht zahlungsfähig. Minus 1 Ansehen. Die bekriegen sich ganz schön. Oh, Mercurius gesucht. Das war wohl der Todesstoß für Mercurio. Jetzt sind wir dran. Okay, das geht mal hier hin. Okay. Das müssen wir alles schaffen. Weiß ja nicht. Haben wir wohl nicht geschafft. Plus 1 Fäule. Oh nein, Sander, ihr wurdet durch die Fäule verseucht. Bitte werdet nicht violett. Und schlafender Flug. Boah, der sieht ja cool aus. Entschuldigung, es sieht voll cool aus. Was ist da? Was ist dieses Ding? Flüche sind verseuchte Kreaturen, geboren aus der Fäule. Sie infizieren jede Kreatur, die sie töten, mit plus 1 Fäule. Sanas Heldenkraft verwendet ihren hohen Geist statt ihrem Kampf, um gegen verseuchte Kreaturen zu kämpfen. Fäulekämpfe. Fäulekampf. Kreaturen mit höherer Fäule als ihre Gegner erhalten die Fäule ihrer Gegner als Bonuswürfel im Kampf. Der Fluch besitzt mehr Fäule als ihr in diesem Kampf, also wird er euren Fäulewert als Bonuswürfel erhalten. Also, wir können noch Karten verbrennen. Also, vergesst nicht, ihr könnt im Kampf Karten verbrennen, um gewisse Würfelresultate sicherzustellen. Das gucken wir uns mal kurz an. Eichenspeer, den können wir doch fast nehmen, oder? Opferung? Nee. Wir nehmen Eichenspeer. Nein! Ich wollte doch den Eichenspeer noch nehmen. Ich war zu langsam. Ein Fluch, wie schrecklich. Ich habe nie
an die alten Gute-Nacht-Geschichten geglaubt, aber sie sind wahr. Wir müssen den jetzt angreifen. Und diesmal werde ich Eichenspeer verbrennen. Sofort. Da. Jetzt haben wir es. Man darf ja echt nicht zögern. Das ist, oh nein, beides Todesstoß. Aber ich hatte doch mehr Overkill als er. Wie kann er mich denn auch töten? Das finde ich jetzt nicht schön. Okay. Ich gucke gerade voll gespannt zu, deswegen bin ich so ruhig. Wir sollen da immer noch hinreisen, dann werden wir wohl jetzt nochmal dahin reisen. Ihr seid zu spät. Das Verlies ist gefüllt mit dem kreischen Gebären der Flüche. Eine Gruppe von ihnen erhebt sich aus dem dunklen Sekret, das ein seltsames Artefakt umgibt. Nehmt euch das Artefakt oder tötet die Flüche, bevor sie sich formen. Machen wir das. Im Moment, wo ihr das Artefakt greift, haben sich die Flüche erhoben. Ihr benutzt es, um euch den Weg durch sie hindurchzuschneiden und flieht. Wir haben den Wildnisfeuerstab bekommen, der ist ausrüstbar. Nun bin ich froh, dass es vorbei ist. Lasst uns hier weggehen. Ich will den Zug nicht beenden, ich will das noch ausrüsten. So, jetzt können wir den Zug beenden. Aber wir haben plus 10 Gold. Volle Kontrolle. Die Inquisitoren des Königs führen im ganzen Königreich Kontrollen durch. Jeder von der Volle befallene Held erleidet minus 1 Ansehen. Das arme Häschen, ne? Ember kriegt echt dauernd auf die Nase. Oh nein, Mercurio, was hat er getan? Ein Held ist verseucht, wenn er 5 Fäule oder mehr hat. Verseuchte Helden verlieren immer noch jede Morgendämmerung 1 Gesundheit. Verseuchte Helden erhalten dunkle Kräfte wie plus 1 Gesundheit jedes Mal, wenn sie eine andere Kreatur im Kampf töten. Verseuchte Kreaturen werden vernichtet, wenn sie einen heiligen Steinkreis betreten. Eine Aufgabe aus. Ich glaube, ihr solltet den Geisterstein wahrscheinlich zum Schloss bringen. Die Flüche waren nach Amelo zurückgekehrt, aber auch die Geistersteine. Sana eilte zum Palast. Der König würde sicher wissen, was zu tun ist. Dann müssen wir jetzt zum Palast irgendwie kommen. Wir sind noch nicht verseucht, glaube ich, ne? Dann können wir ja hier einmal lang gehen. Und einmal da lang gehen.
Plus eins, ja. Dann ist alles gut. Verschließ den Palast. Niemand darf rein. Wir müssen das Königreich verteidigen. Sanna, der Palast scheint verändert. Die Verteidigung ist aktiv. Weißt du, weiß der König nicht, dass wir einen Geisterstein haben? Die Palastgärten werden von mächtigen Palastgefahren beschützt. Sie bleiben, bis sie besiegt wurden. In den Palast einzudringen ist schwierig. Sammelt gute Kartenmischung in eurem Stapel und verbrennt Karten, um eure Erfolgschancen zu verbessern. Wir müssen irgendwas verbrennen. Nee, das bringt auch nichts. Das bringt einfach nichts. Wir haben nichts zum Verbrennen. Oh nein, wir haben es nicht geschafft. Ich habe es nicht vorgelesen. Oh, es tut mir leid. Autsch. Der Palast ist gut geschützt. Alles, was wir tun können, ist es noch einmal versuchen. Lasst uns zuerst mehr Karten ziehen. In den Palast einzudringen ist eine schwierige Aufgabe. Jeder Versuch verbraucht alle restlichen AP. Beendet euren Zug, um eure AP aufzufüllen. Tane hat es uns einfacher gemacht, in den Palast zu kommen. Genauso wie wir wird er wohl wissen wollen, was mit dem König geschieht. Wir probieren es einfach nochmal. Ah, wir haben es geschafft. Der irre König. Die Gefahr ist groß, aber die helle Bahn der Wächter des Königs umso mehr. Ihr versucht euch zu erklären. Sie hören nicht zu. Händigt ihn aus. Gebt ihn den Geisterstein, flieht jetzt. Wir geben ihnen den Geisterstein, würde ich einfach mal sagen. Ihr zögert und dann händigt ihr den Stein aus. Sie haben ihn beschlagnahmt. Hinter euch lässt eine knurrende Stimme eure Knochen gefrieren. Schließt ihn ins Verlies, der König. Das ist unser Geisterstein, nicht eurer. Der König und seine Wachen versuchen nicht, die Fäule aufzuhalten. Sie führen uns in die Katastrophe. Wir können euch nicht gehen lassen, Schwester. Euer Tod wird schnell sein, wenn ihr freiwillig in die Verliese kommt. Nein, Sanna, rette mich. Ich bin zu lustig zum Sterben, okay. Wartet schnell, wirkt Verbannen auf euch selbst. Wir können fliehen, bevor es zu spät ist. Also verbannen. Teleportiert zum entferntesten Verlies. Okay. Spielt Verbannen auf euch selbst, um aus dem Palast zu entkommen. Wir haben Gold erhalten und wir sollen den Zug beenden. Dank sei der Wildnis. Gerade noch rechtzeitig. Ich kann es nicht glauben. Unser König ist der Fäule verfallen. Nun ist es klar, dass die Tage des Königs gezählt sind. Aber wer wird Amello regieren? Als aktuelle Ansehensführerin spielt Ember das politische Spiel. Sollte die Fäule das Leben des Königs verzehren, während Ember Ansehensführerin ist, wird sie einen Ansehenssieg und den Thron erlangen. Tane stirbt einen Königsmörder-Sieg, strebt einen Königsmörder-Sieg an. Er wird in den Palast eindringen und den König direkt angreifen müssen.
Sollte Tane den König im Kampf besiegen, ohne zu sterben, wird er zum König von Armello ernannt. Mercurio versucht, seine Fäule auf eine höhere Stufe als die des Königs zu bringen. Sollte er den König mit einem höheren Fäulewert angreifen und ihn töten, so wird Mercurio zum neuen Fürst der Verseuchung. Um einen Geistersteinsieg zu erlangen, müssen Helden zuerst 4 Geistersteine sammeln. Sie müssen mit den Steinen in den Palast eindringen und den König konfrontieren. Schlimmes Wort. Und so das Königreich von der Fäule säubern. Wenden wir uns an die Bären mit dem Fischarten und sprechen mit ihnen. Sie werden wissen, was zu tun ist. Und ich glaube, das war's mit dem Prolog. Es kreischen die Ratten, es jaulen die Bären, der Thron wird erklommen. Denn die Fäule schleicht, sie verwirrt unseren König. Helden, erhebt euch, rettet Armello. So, jetzt haben wir noch den Bärenclan-Würfel freigeschaltet. Es war einmal, habe ich noch als Errungenschaft. Aus großem Schrecken erstehen große Helden. Oh, ich muss einmal zurück. Einmal gucken. Ich glaube, es gibt noch das. Das wollen wir uns doch angucken. So, ich glaube, das war's jetzt mit dem Let's-Test. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Falls euch irgendwelche Anregungen einfallen, schreibt es gerne in die Kommentare. Und, also mir, ich muss sagen, bisher gefällt es mir ganz gut. Es war bloß sehr viel, was so jetzt auf einem zukommt. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht mein Projekt wird oder nicht, oder ob ich es nochmal selbst ein bisschen dann weiterspiele. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zu einem neuen Let's Test oder bei meinen anderen Projekten, die gerade laufen, also die regelmäßigen Projekte wie XCOM 2, Enderal oder Earthlock. Da könnt ihr auch gerne reinschauen. Und dann sage ich einfach mal ciao, ciao.